Moin und herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute in Kroatien unterwegs, die letzte Destination Wedding für dieses Jahr. Wo ich bin? Kroatien. Aber ich bin in Korčula. Das liegt irgendwo zwischen Split und Dubrovnik. Es ist eine Insel. Genau genommen bin ich bei Vila Luka. Die Location heute heißt Pečina Bay. Wir feiern heute mit ca. 40 Gästen. Alex und Lars haben eingeladen, ihre Gäste sind gekommen. Wir feiern heute hier Hochzeit. Die Anreise relativ lang. Ich bin gestern um kurz nach 8 aus dem Haus und bin dann gegen 21 Uhr in Vila Luka angekommen. Aber an sich alles super gelaufen. Heute ging es auf jeden Fall schon mal in die Location. Wie ihr seht, bin ich noch gar nicht fertig. Ich ziehe mich auf jeden Fall noch um. Bin aber schon mal hierher, um mit Robert, dem Techniker, schon mal die Technik hier für heute alles aufzubauen, sicher zu gehen, dass alles läuft. Ihr kennt mich, ich bin da so ein bisschen sehr, sehr vorsichtig. Jedenfalls auch hier heute, ähnlich wie in Italien schon, musste man gucken, dass man mit ein bisschen Flexibilität, mit ein wenig Humor und mit viel Geduld hier heute alles zusammenbekommt, damit man auch alles steht und auch alles läuft. Schaut euch das Video an, es ist ziemlich cool geworden. Ich gehe mich jetzt erstmal umziehen, dann geht es auch schon ins Vertrauen. Viel Spaß beim Reinkommen. Ihr Lieben, wie ihr seht, habe ich mich umgezogen. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zur freien Trauung. Heißt, ich laufe jetzt erstmal hier den Berg hoch und treffe dort die Gäste. Die Gäste wissen gar nicht so richtig, was hier heute passiert. Die Braut aber auch nicht. Sie glaubt nämlich, ich kümmere mich um die Musik und um die Technik für die freie Trauung. Das war so auch in den letzten Gesprächen alles besprochen worden. Ist aber nicht, ich musste sie anlügen. Alles mit dem Bräutigam abgesprochen, damit die Überraschung gelingt. Es gibt nämlich Live-Musik für die freie Trauung. Das ist die Überraschung für Alex. Ich laufe jetzt hier weiter hoch und dann sehen wir uns gleich wieder in der Location. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survived the wheel, even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately, your afterglow is shining. Ihr Lieben, die Trauung ist vorbei. Wie angekündigt, es gab eine Überraschung heute und das war nämlich Ingo. Ingo, Sänger aus Würzburg. Danke, dass du da bist. Schön, dass wir uns kennenlernen. Schön, dass wir uns kennenlernen. Wie war es heute für dich hier, die Überraschung zu sein? Sehr schön. Also, es war sehr schön für mich. Wir waren aber alle, die da quasi mit dabei waren und davon wussten, sehr angespannt logischerweise. Und keiner wusste natürlich auch, wie die Braut am Ende wirklich reagiert und so weiter und so fort. Und es waren viele Geheimnisse jetzt über ein Jahr oder eineinhalb Jahre. Ja. War schon nicht so einfach, weil man sich auch nicht anrufen konnte oder schreiben konnte. Ja, ich habe mich auch fast verplappert beim letzten Gespräch. Ja, ne? Dann ging es um die Trauung und Alex fragte sich, ja und da wegen der Trauung. Und ich so, ja, mit der Trauung habe ich ja nichts zu tun. Und nein, verdammt. Ja. Dann hat Lars aber reagiert und dann habe ich dann muss ich noch mal ein bisschen lügen, aber dann haben wir es alles hingekriegt. Er hat es mir, glaube ich, erzählt. Ja, ich habe schon mich gehört. Verplappert, aber, ist nicht einfach, aber sie hat es nicht mitbekommen. Alles super. Sie hat so geschaut, als hätte sie von nichts gewusst. Ja. Hat sie ja auch nicht. Ja. Wie war's mit der Technik? Hast du die selbst mitgebracht oder musste man hier was organisieren? Nee, ich habe es mitgebracht. Also ich habe eine Akkubox geholt. Wir haben ja quasi, weil die Location hier so schön ist und der Spot so schön in der Natur ist, haben wir keinen Strom. Genau. Deswegen mussten wir ein bisschen umsetzen. Switchen auf eine Akkubox. Ja. Normalerweise habe ich ja mein Equipment irgendwie mit Strom, logischerweise meine ganzen Sachen. Ja. Aber wir haben eine schöne kleine Box gefunden, die quasi auch aushält, dass wir hier eine Weile weg sind und einigermaßen gut klingt. Das ist dann es ist auch gut, tatsächlich keine richtige Location. Es ist wirklich einfach eine alte Kapelle hier oben auf dem Berg mit einem Meer im Hintergrund. Also es war eine traumhafte Trauung mit deinem Gesang. Also gerade der erste Song, da haben alle gedacht, okay, da läuft Musik vom Band und es war einfach deine Stimme. Also
Mega geil. Ja, das freut mich, wenn es so ist, dann freut mich das. Alles richtig gemacht. Danke, dass du mitgemacht hast. Dankeschön, dass ich dich kennenlernen durfte. Dankeschön. Wir lernen uns ja noch mehr kennen. Yes, viel Spaß beim Gucken. Hübschen, so langsam aber sicher neigen wir uns jetzt hier dem Ende dieser Feier bzw. eigentlich dem Anfang der Party zu. Wir hatten die freie Trauung inklusive Überraschung, die ist super gelungen. Danach gab es einen kurzen Sektempfang oben. Wir sind anschließend zum Taxiboot, mit dem Taxiboot aufs größere Schiff. Das hat uns wiederum zur Location gefahren. Die Gäste waren überrascht, die wussten von nichts. Überraschung gelungen. Wir sind jetzt nun an der Location. Es gab gerade noch einen Sektempfang. Gleich gibt es die Vorspeise, eine Rede. Es wird eine Hochzeitstorte geben. Es wird auch den Hochzeitstanz geben. Und danach wird gefeiert. Nämlich bis um 2:30. Länger dürfen wir nicht feiern. Aber ich sag's euch, wie es ist. Vielleicht geht's auch bis um 3. In Kroatien ist alles ein bisschen lockerer. Ich freue mich, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, ich habe euch einen coolen Eindruck davon vermitteln können, wie es ist, im Ausland in Kroatien zu feiern. Und wünsche euch weiterhin viel Freude beim Reingucken. I feel it growing every day. I feel the love. I feel the love. I hope it never goes away. I feel the love. Ich werde hierfür nicht bezahlt.